Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren nice Part Dark Souls Prepare to Die. Wir haben im letzten Part mit diesem kleinen Fratz gesprochen, sind ein bisschen weitergekommen in diesen Ruinen, aber wir haben keinen Estus mehr oder kaum Estus noch. Und um ehrlich zu sein, habe ich Angst um meine verdammten Nippel, ja. Denn da waren einige Riesenratten und einige Schleime, die uns fast erwischt hätten. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt vorsichtig weiter voranpirschen. Und gucken, dass wir 6000 Seelen voll bekommen, damit wir unseren Fluch aufheben können. Wow, Alter, wo bin ich denn hier? Das hat ja richtig Kingsfield-Feelings, Alter. Schwäche? Blitz. Toll. Und wo zum Fick soll ich Blitz hernehmen? Okay, der Typ hatte Goldharz, aber trotzdem. Hä? Was? Oh, scheiße. Oh, shit. Okay, ich bin fucking raus hier. Gut, Leute. Das Ding ist... wir sind ein ziemlich krasser Boy. Aber wir halten nichts aus wegen diesem dummen Bullshit-Fluch. Deshalb würde ich vorschlagen, tatsächlich, dass wir erstmal hier lang gehen, ey. Ja, komm, wir können ja mal hier kurz reinpieken und gucken, was abgeht. Neugier ist der Katz ist tot, oder? Ich wollte nämlich eigentlich zurückgehen und die Seelen farmen, damit wir wieder leben können. Aber ich schau mal erstmal, was hier abgeht. Das Riesenmäuschen. Pass auf, famose Kiste. Hey! Ich erinnere mich an dich, du kleiner Fratz. Bist ja süß. Okay, wisst ihr was? Mir bibbern die Knie, ja? Wir nutzen jetzt einen Heimatknochen und machen einen Abgang von diesem Drecksort. Erstmal. Und dann breche ich den Fluch und dann haben wir ein entspanntes Leben. Machen wir das so, ja, ja. Heimkehrknochen. Benutzen. Ja. Das ist auf jeden Fall klug, unseren Ass jetzt erstmal zu verpießen. Ja, da bin ich mir sehr sicher. So, einfach nur, damit wir diesen dreckigen Fluch aufheben können, weil Leute, mit diesem Fluch, ne, ich darf ja nicht zweimal getroffen werden, sonst bin ich direkt vergewaltigt. Ist an sich ziemlich cool, weil das macht das Ganze noch ein bisschen schwerer, aber auf der anderen Seite, Alter... Ich weine. Können wir die Arschlöcher hier vielleicht runterschießen? Stimmt. Ei! So, du Pisser. Aber ich würde gerne deine Freunde da unten auch runterballern. Ja, ist egal jetzt. Komm. Stirb! Okay. Danke. Zack, zack, zack. Bei die Viecher geben auch nochmal 100 Seelen. Und das ist nicht verkehrt, wenn wir die umbringen hier. Zack. So, guckt euch das Stück Scheiße da links an. Den rag ich jetzt auch erstmal weg. Zack. So, und dann kümmere ich mich um das Arschloch hier. Ui! Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir entspannen uns erstmal unsere Nippel und chillen unseren Grippel. Ja. Hey, fickt euch! Oh, Feuer ist sehr effektiv. Ja, soll's. Was soll ich sonst mit diesen Drecksbrandbomben machen? So. Und so. Und dann ist das schon Hakuna Matata, ja? So. Das Ding ist, selbst wenn ich hier sterbe, das macht gar nichts, denn da drüben ist das Leuchtfeuer. Also haben wir hier ein entspanntes Leben, Leute. Tschüss. Und das Schöne ist, wenn ich ein bisschen mehr HP habe, dann haben wir auch mehr Nutzen von dem Ring, den ich equipped habe, weil der sorgt dafür, dass, wenn wir jemanden umbringen, dass wir dann HP bekommen. Und das ist ziemlich gut und brauchbar. Scheiße, ich hoffe, ich komme nur vernünftig wieder hier raus. Ist hier noch ein Arschloch? Nee. Nee, alles cool. Weil eigentlich bin ich hier runtergesprungen, um hier weiterzukommen. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Weg nach oben war. Ich fürchte, wir werden uns hier erstmal vorbei battlen müssen. Hallo? Okay, hier gehe ich ins Wasser und dann wieder raus. Aber ich glaube, ich könnte auch hier lang, oder? Nee. Hier war nur dieser eine kleine Fratz. Ich erinnere mich an den. Ja, okay, ich schätze, es bleibt nichts übrig, als hier runter zu gehen. Hallo? Ah, da ist so ein Stück Scheiße.
Aber ich werde hier alles schön safe runterspielen, ja? Kein Stress, nur chill, denn die Untoten machen bling bling oder so. Kannst du bitte sterben? Was für ein Arschloch. Okay, dort sind noch ein paar Doggos. Und die können wir uns jetzt auch eben. Oh mein Gott, Doggo, lass mich bitte leben, bitte. Ich will so wenig im Leben, außer das Leben. Ja. So, du Arschloch stirbst jetzt auch. Oh mein Gott, es lebt noch? Kenn doch mal chill, Junge. Oh, was für ein Pisser. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug gesehen, das ist gut. Trotzdem muss ich mich hier irgendwie rausbuxieren. Okay, da ist dieses Arschloch. Ja, fick dich, Doggo. Oh Gott. So, tschüss. Wir sehen uns in der Hölle. Okay, hallo Freunde, ne? Es geht. Okay, nur das Arschloch hat mich bemerkt. Ich gehe mal wieder runter. Um hier ein bisschen safe kämpfen zu können. Ist hier noch irgendjemand? Ne. Alles cool. Okay, kommen wir zu diesem Pisser. So, tschüss. Oh fuck. Oh fuck. Machen wir das schön in Ruhe, ja? Kommt nur alle runter, ihr kleinen Fratze. Ich werde euch einen nach den anderen abschlachten. Oh, ist ja voll süß, ja? Da hat die Einladung angenommen. Pisser. So, dann können wir jetzt nochmal um den Arsch hier. Zack. Die Fackelmongos sind super gefährlich. Einfach weil die Fire Damage machen. Aber nicht so, mit wenig klarkommen. Ja, fick dich. So, und du fickst dich auch. Yeah. Okay, wir haben alle fertig gemacht. Machen wir einen Abgang. Und das Arschloch kümmere ich mich noch. Wieso backstab ich die Viecher eigentlich nicht? Was ist los? Oder mache ich da einfach nur was falsch? Oh, I just don't know. Aber glücklicherweise sind wir hier irgendwie rausgekommen in unserem Drecksleben, Alter. Und ich kann mir jetzt eigentlich ein bisschen Macht kaufen, ja. Und mit Macht meine ich, ich werde nicht sofort weggereckt. Ja, komm, scheiß mal auf diesen kleinen Level, ist mir egal. Ich muss den eh gleich nochmal töten. Weiter nach oben geht's nicht, ey. Aber es geht ja mal noch hier lang, ne? Lecker. So, hier ist der kleine Fratz. Ja. So, ich frage mich, ob ich das unbegrenzt hier kaufen kann, die Scheiße. Oh ja. Will ich mir noch irgendwas nehmen? Kohlehaltiges Harz. Köderschädel, ja auch Kuhklein. Eigentlich nicht, ne? Vielleicht noch Wurfmesser aus Gift, aber auch nicht so. So geil bin ich auch nicht drauf. Wir können zwar aber vielleicht noch ein paar Standardbolzen kaufen, warum nicht? So. Danke. Ja, yeah, ich mag dich auch, du kleiner Fratz. Okay. Endlich, es wird Zeit ablegen. Es wird Zeit, ja, dass wir unsere ursprüngliche Macht wiedererlangen. Ja. Oh mein Gott. Unser Fluch ist gebrochen, Gott sei Dank. Okay, gehen wir wieder zurück. Die meisten Gegner sind, also fast alle Gegner sind eh tot auf dem Weg dorthin. Deshalb ist safe, dass wir da einfach zurückspazieren können. Oh mein Gott, Gott sei Dank ist der Fluch gebrochen. Ich darf mich nie wieder von diesen dreckigen motherfucking Basilisten erwischen lassen. Boah, unser Leben ist jetzt wieder 1000-mal einfacher geworden, Leute. Ich bin so froh. Ich habe so Angst vor diesem Fluch, ey. Das ist halt sehr, sehr gemein. Achso, ja, ist ja alle tot. Okay. Ja, dann brauche ich ja gar nicht aufpassen. Never mind, du. Ich kann trotzdem hier runterjumpen, das geht schneller. Wir können ja auch trotzdem auf diesen Leuchtfeuer rasten. Einfach damit wir die erste Balkons wieder haben. Weil ohne ist ein bisschen doof, ne, ja. So, und wer weiß, jetzt würde ich mich vielleicht sogar trauen, gegen das Riesenmäuschen zu kämpfen, ja. Heilige Scheiße.
Aber der Ring des bösen Auges ist richtig, richtig gut. Bin ein großer Fan, ja. So. Nice. Einfach nur nice. Dann wollen wir jetzt dieses Stück Scheiße hier fertig machen. Ey, du Pisserö. Nimm dies und jenes. Sehr schön. Aber natürlich hat der Arsch mich direkt erwischt, ja. Kann ich den Pisser eigentlich von hier erwischen? Niemals, ne? Vielleicht mit einem Bogen oder so ein Scheiß, aber mit meinen Armbrustbolzen eher nicht. Ja, Mäuschen. Feckt euch. Oh Gott. Nein! Lasst mich in Ruhe, ihr Mäuschen. Oh, ich lebe. Cool. Warte, bei lila Moosklumpen war, bin ich behindert. Also das Schlechteste, was passiert hätte. Aber ich habe überlebt, weil ich fucking viel HP habe. Junge. Ich bin so froh, dass dieser Fluch einfach nicht mehr da ist. Ah, shit. Aber jetzt werde ich auch wieder unvorsichtig, ich Arsch. Ich muss diese Vorsichtigkeit, die ich in diesem Fluch bewahrt habe, auch hier nutzen. Denn sonst werde ich wieder verflucht und dann werde ich wieder weinen. Also immer ein bisschen chillen und mit seinen Leuten grillen, ja? Ja, fick dich, Mäuschen. Wisst ihr, Leute? Dark Souls ist einfach gemein, ja? Ich muss gegen meine Lieblingstiere kämpfen, okay? Gegen Doggos, gegen Mäuschen. Verdammt doch mal! Warum kämpfe ich nicht gegen, keine Ahnung, irgendwas, was niemand mag, wie, Ghule? Ja, okay, das hatten wir wohl schon. Ja, was auch immer. Nimm dies, du Schuft! Spüre die Macht von Sir Kloake! Oh, man kann ja wirklich runterfallen. Oh, das ist voll die Abkürzung! Wie geil! Wieso war ich denn nicht vorher schon mal hier? Oh, es ist richtig gut, dass wir hier sind. Okay, gut zu wissen, dass wir da runterjumpen können. Okay, fuck. Nein, ich werde nicht verflucht werden, du Arschloch, du Dreckiges. Ja, mach ruhig deinen Scheiß. Darauf falle ich nicht rein, du Pisser. Ja. Miststück. Okay, schön vorsichtig und entspannt. Dieses Mäuschen. Ich wette, wenn wir das umbringen, bekommen wir irgendwas Nettes. Naja, was auch immer. Alles schön entspannt in Ruhe. Boah, Alter, aber das ist ja eine richtig heftige Abkürzung, ne? Hätte ich das gewusst. Bist du behindert, Mäuschen? Piu! Nein! Stirb! Diese. Oh Gott, da ist noch mal. Oh, shit! Oh Gott, okay. Wir gehen erstmal zurück. Hey, Mäuschen! Wieso chillst du dich mal? Ich. Oh, ich habe das andere auch erwischt, okay. Diese Viecher hier. Diese verfluchten Menschen sind immer random an den Orten, oder kommt mir das so vor? Ist das vielleicht so wie bei den Glocken, dass immer wenn Spieler hier sterben, das auch in den anderen Welten sichtbar ist? Das wäre ziemlich cool. Das wäre richtig cool. So, und schon sind wir wieder hier. Ui, oh, happy life. Oh, happy life. Komm, wir kümmern uns trotzdem um dieses Stück Scheiße. Wie gesagt, harte Brocken und so. Ist ja vielleicht gar nicht so nutzlos für unser Leben. Gott. Alter, das Vieh kann ja auch Dornen wachsen lassen. Krasses Mist. Krasses Miststück. So, piu! Piu! Okay, wisst ihr was? Fuck it, wir gehen jetzt da lang. Zu dem Riesenmäuschen und dann die Leiter hoch. Denn ich möchte mal schauen, was dort so zu holen gibt. Das geht so schnell. Wir sind einfach jetzt schon wieder hier, Leute. Geil, Alter. Ist nicht so, du kleiner Fratz. Get up, ey. Ja, das kann ich vergessen. Glück für dich, Mäuschen. Glück für dich. Gehen wir mal hier lang erstmal. Würde ich vorschlagen. Tote Mäuschen. Hier war ich schon mal. Oh! Hier ist das Leuchtfeuer, oder? Ui! Oh, jetzt macht einiges Sinn! Okay, wir laden erstmal unseren Estus auf und gehen da wieder runter. LOL!
Wie konnte ich das denn übersehen haben? Alter, ich irre hier schon seit 2005 rum, ja? Oh mein Gott. Leute, mein Mind ist so geblowt wie ein asiatischer Geschäftsmann im Ausland, ja? So geblowt bin ich einfach. Okay, cool. Dann kann ich das ja immer nehmen, um hier weiter zu latschen. Ja, nice, Alter. Boah, hätte ich das ge... Ich hätte mir diese ganze Flugscheiße sparen können. Hätte ich nur ein bisschen meine beschissenen Augen offen gehalten. Boah, Alter. Was für ein Abfuck. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Leute. So ein Scheiß. Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Hey, Mäuschen. Fick dich. Boah, jetzt haben wir ein super entspanntes Leben. Selbst wenn ich hier sterbe, ist scheißegal. Ich kann ja einfach hier wieder zurücklatschen und dann ist gut. Oh mein Gott, war das knapp. Bald dein Körper bei dir, du Arschloch. So. Boah, was für ein Leben. Okay, wir wollen erstmal wieder hier nach oben. Ja, fick dich, Mäuschen. Oh, komm schon. Wie wenig Schaden die auf einmal machen, ja? Jetzt, wo ich nicht nur die Hälfte meiner HP habe. Gott verdammt. Kann ich hier aber so einen Arschloch, der rumgewizardet hat? Rumgewizardet. Oh, ich kann auch hier lang gehen. Dann machen wir das erstmal. Hau ihn aufs Maul. Okay, ich könnte hier runter. Oder ich könnte hier weiter. Ich gehe mal lieber hier weiter und guck, was da abgeht. Pass auf, Sackgasse. Ja, aber Sackgasse heißt Schätze meistens. Da gehe ich da jetzt hin. Ja, diesmal wohl nicht. Was für ein riesiger Ort. Ich frage mich, ob wir hier einen Boss bekämpfen müssen. Das ist ja oft so, oh, ein großer Raum. Ey, hier ist bestimmt kein großer Boss. Lol. Scheiße. Ja, okay, gehen wir hier runter. Hallo? Was steht hier so? Versuch's mit Menschlichkeit, Brudi. Okay. Und hier so? Gar nichts, okay. Achtung, scheinbare Wand. Prank? Ja, ist bestimmt ein Prank, oder? Ja, ist eindeutig ein Prank. Oh, schwere Armbrust. Die ist bestimmt geiler. Ja, ein bisschen, ne? So. Braucht doch mehr Stärke, aber das kriegen wir hin. Mächtige große Armbrust. Im Gegensatz zu einem Bogen kann diese Armbrust einhändig bedient werden. Allerdings hat der Ladevorgang länger. Zum Benutzen von Bolzen, ja, ja. Ist okay. Alter, was für eine Maschine. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Gucken wir mal weiter. Blitz ist Schwäche. Ich habe keine Möglichkeit, Blitze zu schießen. Aber wir können uns Blitzscheiße von dem einen Mongo kaufen. Ich versuche es erstmal so. Gucken, was abgeht. Oh, ein Kroko. Wie süß. Na, no, was geht ab, du kleiner süßer Fratz? So, doch nicht mehr so süß. Oh, fucking hell. Oh mein Gott, was zum Fick ist das? Oh. Ein Drachendämon-Vieh-Kroko? Alter, ist das ein widerliches Mistvieh. Oh mein Gott. Der D ist geschafft. Oder dies? Yeah, 50 Damage geschmeckt in das. Okay, wir hauen ab. Da liegt ein Item. Vielleicht irgendwas, was uns helfen kann, ihn zu besiegen. Ja, toll. Das ist richtig gut. Ja, leck dich. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ihn im Nahkampf anzugreifen, ist gar nicht die beste Idee, die man so haben kann. Ah, mein Zauber reicht nicht mehr so weit. Das ist eine große Arena. Alter, der Bulk hat kein Schild. Ja, was ist das? Okay, der Schild einfach für sein Leben.
Oh fuck. Er greift mit seinem Cock an. Dagegen bin ich wehrlos. Schnell zurück. Lass mal was trinken. Ey, lecker. Oh mein Gott. Okay. Ui. Alter, wer snipet mich denn da? Dieser Motherfucker da oben. Okay. Nicht cool, Butthead. Oh mein Gott. Okay, immer wenn wir in der Nähe sind, wechselt er quasi seine Form. Gut, das heißt, wenn ich weiter wegrenne und ihn erwische in seiner Dumbatz-Form, kann ich ihn eher wegrennen. Aber der Magier da oben geht mir also super hart auf den Piss. Oh Gott. Okay, versuchen wir es jetzt nochmal ein bisschen mit Nahkampf. Naja, Schloch. Ich. Okay, und weg. Mach deinen Scheiß, du Pisser. Aber mich erwischst du nicht. Alter. Was ist das um ihn herum? Seht ihr die Scheiße? Das war ein krankes Biest, ja. So, perfekt. Jetzt kann ich ihn wieder angreifen. Oh Gott. Das Schöne ist, so ein großes Ziel verfehle ich nicht mit meinen Zaubern. So, weg hier. So, jetzt macht er wieder den Scheiß. Wenn er die ganze Zeit seine Phasen ändert, kann er nicht angreifen. Das heißt, wenn ich immer ein bisschen näher und immer ein bisschen weiter weggehe, sollte ich gute Chancen haben, ihn einfach wegzuraggen. Den Pisser. Ja, frisst das. Wie gefällt dir die Scheiße, Pisser? Oh yeah. So, jetzt wechselt er wieder seine Form, wenn ich wegrenne. Oh scheiße, der Wizard ist halt super nervig. Okay, ich muss auf meine Ausdauer achten. Oh scheiße. Okay, machen wir ganz in Ruhe. Dieser beschissene Wizard. Er fliegt! Du Arschloch! Okay, er versucht auf uns rauf zu jubeln. Der denkt sich so richtig Super Mario Life. Und wir müssen was schlucken. Jetzt. Okay, got it. Gut, jetzt hol er die anderen Attacken raus, die gefährlich sind. Blöde Pisser. Okay, wir werden weiter unsere Magie benutzen. Nimm das! Und weg mit mir. So. Komm, mach doch deine andere Form, du kleiner Fratz. So, ist ja süß. Ich hoffe nur, der Wizard geht mir nicht zu sehr auf die Eier. Ich frage mich, ob ich ihn irgendwie töten kann, bevor der Kampf beginnt. Ach, Alter, dieser Pisser. Ja, leck mich. Vielleicht kann ich deinen Schwanz auch abschneiden und als Waffe benutzen. Okay, mal sehen. Die Umgebung. Gibt es hier noch irgendwas, was mir an Arsch helfen könnte? Ich fürchte nicht. Ja, also klar reicht meine Magie gar nicht. Und mir gehen langsam die Ressourcen aus. Okay, alles gut. Geh ich hier näher ran? Und jetzt mache ich wieder einen Abgang. Okay. Bist das du Arsch? Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Wenn der Wichser mich jetzt wegsnipet, ne? Dann bin ich so salty. Oh mein Gott. Okay, keine Heilung mehr für meinen Arsch. Aber vielleicht haben wir noch Menschlichkeit über, was mich heilen könnte. Ja, sicher nicht, aber nicht hier. Oh Gott. Okay, benutzen. Yeah. Okay, jetzt geht's wieder gut. Was auch immer gerade passiert ist, ich hatte keine Ahnung. Oh mein Gott, wieso? Es sieht nicht so aus, als würden wir hier gewinnen können. Just saying.
So, mehr Menschlichkeit. Junge. Was für ein fucking Biest. Okay, ich darf nicht aufgeben. Wer frisst das? Komm schon, Alter. Der letzte Seelenpfeil, das war's. Gut, hier sind wir erstmal safe mit dem Sniper. Oh mein Gott. Komm schon, ich brauch Heilung, bitte. Ja. Oh mein Gott. Ich brauch gleich mehr als nur Heilung. Junge. Schade, der Ficker macht. Okay, jetzt wird er wieder seinen Bullshit ändern. Oh, what the fuck. Okay, jetzt geht's noch relativ gut. Aber ich muss jetzt hier weg. Dieses Drecksbiest, ne? Alter, der hat ja richtig heftig gekotet. Oh Gott, schnell weg. Hier oben da drauf. Dann kann ich das nicht erreichen. Ja, brav. Bleibt genau so, mein Freund. Ach. Nein! Scheiße! Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh Mann! Das ist einfach super ärgerlich. Ah, okay, Leute. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für Dark Souls Prepare to Die. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich lasse mir irgendwas einfallen, wie wir diesen dreckigen Bullshit-Drachen fertig machen können. Und bis dahin, habt noch ein schönes Life. Tschüss.